Ja, ich melde mich hier von Deck der MS Adora und aus Bratislava. Da sind wir in zweiter Reihe geparkt. Oh, das Nachbarschiff hat schön viele Fahrräder an Bord. Das finde ich ja nicht schlecht. Das hätte ich auch gut gefunden, die MS Avalon. Das müssen wir uns mal merken. Ja, und im Hintergrund sieht man schon einen interessanten Kirchturm. Der wird uns jetzt vom Bus aus ein bisschen näher gebracht werden. Also, ihr seid mit dabei. Viel Spaß auf der Rundtour. Herzlich willkommen in Bratislava. Eine Stadt, in der die Sonne scheint. Und die auch einmal für mehrere Jahrhunderte Krönungsstadt des Ungarisch-Österreichischen Reiches gewesen ist. So, das hier ist die Pestsäule, weil hier an diesem Platz die Pest ausgebrochen ist. Es gibt auch eine schöne Straßencafé-Szenerie und eine tolle Allee. Das hat richtig südländischen Flair hier. Reden wir also über die Kathedrale. Die St. Martins Krönungskirche. Sieht man hier im Hintergrund. Ein beeindruckendes Bauwerk. Und wenn man genau hinguckt, dann wird man feststellen, dass oben auf der Spitze eine Krone ist. Das Original befindet sich im ungarischen Parlament. Heartbeats all the silence, darkness in the streets. We cut off the violence and put it to sleep. I can hear you breathing, feel you next to me. So, da sind wir am Hauptplatz von Bratislava. Und das ist nicht etwa eine Kirche, sondern das ist ein Teil des Rathauses. Vom Wahrzeichen der Stadt oder einem der neueren Wahrzeichen der Stadt, diesem auf der Brücke, auf dem Brückenpfeiler gelegenen Restaurant, ein Blick hin zu unserem Schiff, dem Flusskreuzfahrtschiff MS Adora, von Phoenix Reisen in Bonn betrieben. 135 Meter ist er lang. Und heute ist ja noch schönes Wetter, der letzte Tag schönes Wetter sein soll. Morgen wird es anders werden. Und so haben wir den Kahn mal ganz aufgenommen. Das ist eine gute Sache. Herzlich willkommen in Dürnstein an der Donau. Und damit auch an der Wachau. Eine tolle Weingegend. Und Marillen, Schnaps und Liköre gibt es hier. Apropos Wasser,
Eingezeichnet sind hier die Höchststände, die es gegeben hat. 2013, die Linie ist ja noch relativ frisch, aber der Topstand war 1862. Aber man sieht, wenn man jetzt hier guckt, wie das Donauniveau ist, wow, das war schon ordentlich viel. Und dann hinein ins schöne Dürnstein. Das erinnert jetzt ja hier wirklich schon an andere Gegenden, zum Beispiel in Frankreich. Gepflasterte alte Straßen und Tunnel. Wow, das ist wirklich hübsch hier. Angekommen am Chlorherrenstift, habe ich Chlorherrenstift gesagt. Chlorherrenstift in Dürnstein. Gucken wir uns mal hier an. Die Anlage hier aussieht. Sehr hübsch. Hotel-Restaurant Löwenherz. Was hat es damit auf sich? In dieser Burg hat man den berühmten Ritter, den Sohn von Eleonore von Aquitanien, das wissen wir als Périgord-Reisende sehr gut, gefangen gehalten, was zu einem der ersten spektakulären Geiseldeals geführt hatte, damals im 13. Jahrhundert. Und ja, Dürnstein schmeißt sich natürlich auf diese Story. Hier am Weinhaus Böhmer habe ich mal zugeschlagen. Und zwar einen grünen Veltiner. Es gibt hier bestimmte Weinzertifizierungen, die darüber bestimmen, ob der Wein auch offiziell hier so heißen darf. Die Bezeichnung Steinfeder, Federspiel und Smaragd entscheiden darüber, ob er ein Originalwein aus der Wachau ist und wie viele Umdrehungen er hat. Wir haben uns natürlich hier für den Smaragd entschieden. Der hat die meisten. Das andere große Local Product aus den Weinfeldern und Obstplantagen ist hier der Marillenschnaps und Marillenlikör. Reichhaltige Auswahl, leckere orangene Farbe und ein herrlich fruchtiger Geschmack zeichnen das hier aus und ist eine Spezialität der Region. So, und wo ich den ganzen schönen Wein gezeigt habe, hier auch mal die dazugehörigen Weinreben. Allerdings gibt es hier leider durch den massiven Wetterwechsel am heutigen Tage eine Riesenherausforderung für die Winzer. Wir haben hier einen schönen Blick hoch auf die Burg, wo ja Prinz Richard von Löwenherz gefangen gehalten wurde über mehrere Monate. Und zwar ist es so gewesen, dass er ein Schiffsproblem hatte in Italien, dann den Landweg und dann ist er hier vorbeigekommen. Man hat ihn als König Englands erkannt und direkt festgesetzt und für eine riesengroße Lösegeldzahlung wieder herausgeholt. So war das damals. Harte Sitzen. So, und die Nähe dieser Weinstöcke hier zur Donau lassen sich wunderbar in diesem Bild dokumentieren. Jawohl. Ja, da drüben findet nächste Woche oder am Wochenende das Schlagerfest statt mit dem Bergdoktor Hans Siegel und mit unserer
wunderbaren Barbara Schöneberger. So, und ich denke, das hier ist auch ein gutes Schlussbild für den Besuch in Dürnstein an der Donau, in der Wachau. Auch wenn das Wetter heute nicht so glänzend war wie gestern, trotzdem wirklich ein echt schönes Örtchen, sehr zu empfehlen. Reichlich Produkte mitgebracht, Liköre und auch einen grünen Veltliner für zu Hause zu genießen. So, und dann geht es gleich weiter mit dem Schiff, das man hier im Hintergrund sieht. Unsere MS Adora liegt gleich ab. Und dann ist die Reise morgen früh auch in Passau zu Ende. Einen wunderschönen guten Morgen, einen letzten guten Morgen hier von Bord der MS Adora. Und es ist Zeit für ein Fazitvideo, denn in circa 2 Stunden ist diese Flusskreuzfahrt, Schifffahrt vorbei, endet da, wo sie angefangen hat, in Passau. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, mal hier ein kleines Fazit zu ziehen. Nun, fangen wir mal hier mit dem Boot, mit dem Kahn selber an. Ich bin mega beeindruckt von diesem Schiff, das muss ich wirklich sagen. Es ist das schönste Schiff, das man hier auf so einer Donaukreuzfahrt überhaupt benutzen kann. 135 Meter lang und wir sind jetzt hier zu 200 Personen an Bord, von denen, glaube ich, etwa 40 oder 45 Leute dem Personal angehören. Es gibt 3 Kabinendecks. Ich habe hier die mittlere Etage gewählt. Das sind natürlich dann auch unterschiedliche Preisklassen. Die unterste Etage hat halt eben nur solche Oberlichter oben und gucken dann direkt aufs Wasser. Wer so ein bisschen das Gefühl scheut, mit der unteren Hälfte des Körpers unter dem Wasserspiegel sich zu befinden, sollte dann die unteren Kabinen besser nicht wählen. Aber mein Anlass, etwa 200 Euro draufzupacken, war eben, dass ich ganz gerne dieses Panorama haben wollte. Und ganz ehrlich, das hat sich wirklich gelohnt. Das war super, ein rollendes oder schwimmendes und weiterfahrendes Hotelzimmer mit ständig wechselndem Ausblick, und das habe ich wirklich sehr, sehr genossen. Das war für mich Highlight 1 in dieser Reise. Ja, und oben auf der 3. Etage, die sind halt noch ein bisschen höher, da sieht man vielleicht etwas weiter aufs Land. Ich habe mir diese Kabine da oben jetzt nicht angeguckt. Von der Innenausstattung her sind sie allerdings alle gleich. Unten, Mitte wie oben. Und ich denke, hier so ein bisschen flach über dem Wasser, das hat auch seinen besonderen Reiz. Außerdem kostet es oben auf der 3. Etage noch einmal 200 Euro mehr. Ansonsten muss ich sagen, Personal am Schiff, super. Es ist wirklich spannend, wie viel Kontakt man auch so hat. Das Einzige, was ich halt eben nicht so direkt mitbekomme, ist die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ganz klar, hier gibt es ein paar Matrosen an Bord, die haben wirklich einen harten Job, weil auf der Fahrt von Passau nach Budapest hat man wie viele Schleusen? Ich glaube 11 Schleusen zu bewältigen, und jedes Mal ist eine Schleusenpassage wirklich Arbeit für das Team hier. Außerdem muss das Schiff beladen werden. Das läuft per Menschenkette, per Hand, wie man das von solchen Hochwasserkatastrophen kennt. Wenn dann die Sandsäcke weitergereicht werden, so wird hier das Schiff befüllt. Das ist wohl bei Flusskreuz
Kreuzfahrtschiff-Touren immer so, dass, die Crew hier da in der Kette steht und alles einlädt, was wir Gäste hier verbrauchen. Ja, ist halt deren Job und sind trotzdem alle fröhlich und nett zu uns gewesen, insbesondere hervorzuheben das Service-Team, also alles, was so um die Küche, Rezeption herum arbeitet, ist ja hier mit einem gewissen asiatischen Schwerpunkt und die sind wirklich richtig, richtig gut drauf. Das hat wirklich Spaß mit denen gemacht, die waren wirklich in Feierlaune und immer stets super, mega freundlich, also das war klasse. Kommen wir noch zum Essen an Bord. Also das Essen war schon echt fast zu viel. Es war gut, es war sehr gut. Es war wirklich also schon ein bisschen fast in Richtung Haute Cuisine. Jedenfalls hat der Koch versucht, das so ein bisschen darzustellen. Also wirklich schön geschmückte, garnierte Teller mit frisch zubereitetem Essen. Und das für die hohe Anzahl von Personen hier. Es gab Frühstück, es gab Mittagessen, es gab Abendessen und beim Mittagessen und Abendessen waren es immer zwischen 4 und 5 Gängen, die serviert wurden. Es gab nicht wirklich einen Ausfall dazwischen. Also ich muss sagen, Highlight Nummer 2, die Küche hier an Bord. Ganz, ganz großes Kino. So, Fazit Nummer 3 ist tolles Programm. Man sieht in wenigen Tagen super, super viel von den wichtigen Orten an der Donau, aber es ist schon recht ambitioniert und anstrengend. Darf nicht vergessen werden, dass ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es hier durch die Reiseleitung und durch die Reiseführer vor Ort natürlich auch viele, viele Informationen gab, die man so als Selbstanreisender im Wohnmobil oder mit dem PKW oder mit dem Fahrrad nicht so hat. Da muss man sich irgendwie alles erlesen, aber was die Reiseführer einem teilweise zu erzählen haben, das steht dann so auch nicht in dem Reiseführer drin und das habe ich wirklich sehr, sehr genossen, hier vor Ort von Einheimischen jeweils einiges Interessante, auch Lustiges über die geschichtsträchtigen Städte zu erfahren. Und das war sicherlich ein weiteres Highlight. Nummer 4. Würde ich jemandem empfehlen, so etwas zu machen? Ja, unbedingt. Würde ich empfehlen. Ich würde nur vielleicht überlegen, ob es auch eine Kreuzfahrt hier auf der Donau sein kann, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat und deswegen auch mehr Zeit verbringt an den einzelnen Städten. Das wäre sicherlich nicht schlecht. Hier die 5 Tage, das war schon sportlich, wie gesagt, aber auf der anderen Seite auch nicht schlecht. Ich bin jetzt überall mal gewesen, werde die Eindrücke auf mich wirken lassen und dann werde ich mal gucken, ob ich die ein oder andere Stadt, die ich da gesehen habe, vielleicht noch mal gezielt ansteuere. Kommen wir noch kurz zum Preis. Also das waren jetzt 6 Übernachtungen, eine davon in dem Hotel in Nürnberg und 5 dann hier an Bord. Vollverpflegung, Transfer mit den Bussen. Die Busse vor Ort an jedem Ort, an dem wir angelegt haben, standen sie zur Verfügung, weil sie parallel mitgereist sind. Das war natürlich schön, dass man vor Ort dann in seinen gewohnten Bus an seinen gewohnten Platz steigen konnte. Wie gesagt, die Transfers mit drin, Reiseleitung. Das Unterhaltungsprogramm am Abend will ich jetzt mal nicht ganz unter den Tisch schlagen. Da geben die sich ja wirklich viel Mühe und versuchen hier für die Klientel, die so etwas mag, etwas auf die Beine zu stellen. Und das machen sie auch sicherlich sehr gut. Und all das hat jetzt für mich als Alleinreisender in der zweitbesten Kabinenkategorie 1.800 Euro gekostet. Da ist aber auch ein Einzelzimmerzuschlag drin. Wäre ich jetzt hier zu zweit gereist, hätte jeder von uns etwa 1.500 Euro für diese gleiche Leistung bezahlt. Aber als Pärchen muss man die 1.500 mal 2 rechnen, also kommen 3.000 Euro für beide gemeinsam gerechnet zusammen. Für mich jetzt hier, wie gesagt, 1.800 Euro. Das finde ich für das Gebotene völlig fair. Also da muss ich sagen, das ist ja hier High-Class-Hotel.
Tolle Verpflegung, habe ich gesagt, tolle Unterbringung, ein besseres Hotelzimmer kann es gar nicht geben, Reiseleitung dabei. Also ich finde den Preis nicht nur gerechtfertigt, sondern ich möchte fast sagen, das ist echt ein günstiges Angebot. Ich werde jetzt ganz sicher hingehen und bei Höfmann Reisen aus Vechta mal gucken, was sie sonst noch so im Angebot haben. Also ich fand die richtig gut. Da möchte ich ein ganz dickes Lob aussprechen. Insbesondere für die Reiseleitung, die wirklich ganz engagiert, mit viel Information, mit viel Spaß und Freude bei der Sache, sehr engagiert uns hervorragend betreut haben. Das war wirklich das Highlight Nummer 6. Alles klar. Wenn ihr Fragen habt zu so etwas, wenn ich jetzt hier irgendwas vergessen haben sollte zu erwähnen, schreibt es unten in die Kommentare. Ich antworte euch natürlich gerne. Vergesst nicht, den YouTube-Kanal von Captain Bernhard zu abonnieren. Die Glocke an, wenn ihr die Inhalte, die da kommen, nicht verpassen wollt. Und einen Daumen hoch da, wenn euch das Video oder die kleine Videoreihe gefallen haben sollte. So, und jetzt gibt es noch ein paar regennasse Bilder von der Donau kurz vor Passau zum Abschluss. Bis demnächst, euer Captain Bernhard. Imagine sun shining in clouds in the sky and everything is right. Imagine stars lighting up the night and a shooting star so vibrant you have to make a wish. Nothing's ever in your way, scoring every shot you make. No, you've never heard of pain because you're just high on life. Every day is Saturday, life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way?